Ich hätte mir nie vorstellen können, wie man da oben ein Haus bauen kann. Aber jetzt kann ich es sehen. Wir hatten keine Ahnung, dass wir bei so etwas mitmachen würden. Aber jetzt können wir sagen, das ist der reine Wahnsinn. Beautiful. Beautiful. Es ist wunderschön. Unbelievable. Unglaublich. Mit Kunststofffolie verkleidete Stahlriemen werden oben in der Astgabel befestigt und dann den Baum hinuntergewickelt. Schon zwei dieser Riemen könnten das gesamte Gewicht des Baumhauses tragen. Aus Sicherheitsgründen lässt Peter 8 davon anbringen. Am ersten Tag ist das Grundgerüst bereits sicher am Baum befestigt. Ein großer Erfolg. Letzte Nacht träumte ich, dass Peter und ich beide auf dem Baum waren. Und plötzlich fing der Baum zu zittern an, bis er in dieser Position stehen blieb. Ich fragte Peter, warum ist der Baum darüber gegangen? Und Peter sagte, ich weiß nicht, versuch ihn zu schütteln. Und ich schüttelte den Baum, bis er schließlich in diese Richtung umfiel. Früh am nächsten Morgen legt sich ein dunkler Schatten über das Projekt. Regen, Regen, Regen. Manchmal regnet es hier monatelang. Aber ich hoffe nicht jetzt. Wir müssen das Baumhaus bauen. Trotz des Regens beschließen Peter und Orlando weiterzuarbeiten. Peter! Die Seile hängen fest. Der Sattel ist stecken geblieben. Normalerweise bewegt er sich gut, aber wenn er nass wird... Wenn Äste abbrechen, wird es da oben gefährlich. Gehen wir lieber auf Nummer sicher und keiner wird verletzt. Wir machen weiter, wenn das Wetter es zulässt. Nach tagelangem, ununterbrochenem Regen verlieren Peter und Orlando die Geduld. Sie beschließen, es weiter zu versuchen. Doch es hat keinen Sinn. Der Regen ist zu stark. Sie müssen wieder aufhören. Musik
Nach fast einer Woche Sturm und Regen kehrt endlich die Sonne zurück. Damit die Arbeit zügig weitergeht, hat Orlando einige Freunde zu Hilfe gerufen. Die Leute vom Volk der Teribe glauben, dass jeder Baum eine Seele hat und dass sich Peters Baum mit dem schlechten Wetter gegen die Arbeiten an seinem Stamm wehren wollte. Mit einem uralten Ritual wollen sie nun den Baum versöhnen. Der Baum fühlt, was mit ihm geschieht. Er ist ein lebendiges Wesen und ist traurig, weil er denkt, jemand will ihm wehtun. Aber wir tun ihm nicht weh. Wir arbeiten hier für eine bessere Zukunft. Die Teribe wohnen eine Tagesreise zu Fuß und per Bus entfernt von Manzanillo. Früher lebten sie von der Gesellschaft abgeschieden, fernab der Zivilisation im Talamanca-Gebirge. Heute haben die meisten von ihnen kleine Häuser in Guabito an der Grenze zwischen Panama und Costa Rica. Die Teribe sind einer der wenigen Stämme, die immer noch von einem König regiert werden. Der alte Mann, der heute die Zeremonie leitet, heißt Don Hector. Er wird im Dialekt der Teribe mit dir sprechen. Und ich übersetze, okay? Bei uns ist ein Baum ein lebendiges Wesen. Er hat seinen eigenen Geist, sein eigenes Herz, sein eigenes Leben. Wir bereiten jetzt das Feuer vor und dann beginnen wir mit dem Tanz, der dem Baum mehr Kraft verleihen wird. Viel Glück für den Baum und für uns alle. Als das Ritual zu Ende ist, beschließen die Ureinwohner nicht, in ihr Dorf zurückzukehren. Sie wollen bleiben und Peter und Orlando bei der Arbeit helfen. Ich bin froh, hier zu sein. Peter ist nicht wie die anderen Weißen, die hierher gekommen sind, um die Natur zu zerstören und auszubeuten. Dieses Projekt zeigt Respekt vor der Natur. Und das gefällt uns. Der Baum für das Haus steht auf einem Hügel. Dazu die unbefestigten Trampelpfade. Der Transport von 100 Kilogramm schweren Bauelementen mitten im Urwald ist für die Männer eine echte Herausforderung.